Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist Seid Fuchs und heute möchte ich mit Ihnen einmal das Thema durchgehen. WPC-Dielen, Terrassendielen, Winter, Schnee und Eis. Wie verhält sich die Diele? Was passiert auf der Diele? Was kann man machen? Wie soll ich da am besten vorgehen? In den meisten Fällen, wenn die WPC-Terrassendiele verwendet wird im privaten Bereich, bleibt ja meistens im Winter die Terrasse unbewohnt. Kann sein, so wie hier, der Hund läuft mal rüber oder man geht einmal raus und so weiter. Aber anders sieht es aus bei unseren Kunden, die das zum Beispiel im gewerblichen Bereich nutzen, Gastronomie, wo mittlerweile sehr viel auch im Winter irgendwo geheizt wird, Stellen geschaffen werden, wo man sich hinsetzen kann mit einer Decke. Jetzt hat es geschneit. Wie bereite ich das Ganze vor? Und in diesem Video will ich Ihnen genau das zeigen und präsentieren. Zum einen, wenn jetzt der Schnee gefallen ist und der bleibt jetzt längere Zeit liegen, gibt es eine starke Beanspruchung auf die Oberfläche. Das Material wird vereist, kommt Kälte drauf, Flüssigkeiten drauf. Sie sehen, die Gegenstände stehen hier, es fängt an zu tropfen. All diese Stellen beim Tisch, beim Grill, all das, was dann über Monate steht, bilden sich unten die Flecken. Im Frühjahr fragt man sich, wie kriege ich die weg? Das werden wir Ihnen auch im nächsten Video dann zeigen. Im Frühjahr, wie kriegen Sie diese Oberflächenflecke weg? Aber ich möchte auch darauf eingehen, wenn Sie sagen, ich möchte die Terrasse nutzen, ich möchte das Ganze vom Schnee befreien, wie gehen Sie da am besten vor? Ganz einfach, Sie können das mit einem Schneeschieber machen oder halt eben auch mit einem Besen, das geht natürlich auch, einfach wegschieben und dann dürfen Sie selbstverständlich auch Salze verwenden, natürliche Salze, Industriesalze. Sie sollten aber auf keinen Fall irgendwelche Säure oder alkalische Mittel verwenden. Das soll auf dieser Oberfläche nicht sein. Bei unseren Produkten, Planeo WPC, also unsere Titanwood, da ist es überhaupt kein Problem. Da können Sie auch die Salze durchaus verwenden. Da wird es auch keine Rückstände geben von irgendwelchen Schmutz oder irgendwelchen Flecken. Und das können Sie dann sehr schön vorbereiten, gerade auch im Gastronomiebereich, sodass das Ganze rutschfest ist, aber gleichzeitig nicht in die Diele halt einzieht. Das bereite ich jetzt einmal vor. Das können Sie machen, Sie können die Terrasse dann halt eben vom Schnee befreien. Wie Sie es hier auch schon sehen, gibt es halt eben schon ein paar Stellen, die sind stärker vereist. Da kann jetzt das Salz halt eben dementsprechend wirken. Es kann sein, im Frühjahr sehen Sie da, wo das Salz gelegen hat, hat es so kleine Oberflächenflecke gegeben. Bei unseren WPC Titanwood-Dielen von Planeo ziehen die aber nicht ein. Das heißt, sie liegen nur auf der Oberfläche auf und das können Sie dann sehr schön sauber machen. Gar kein Problem, geht auch sehr gut. Nochmal ein Tipp noch zum Schneeschieber. Bitte verwenden Sie keine scharfen Metalle, also Kunststoffe kein Problem. Achten Sie darauf, dass da unten keine scharfe Metalle ist, damit Sie auf die Terrasse nicht zerkratzen. Auch sollten Sie hier kein Kies oder Split drauf verstreuen. Das sollte man auch auf keinen Fall machen oder Sand, weil das könnte nachher mit viel Bewegung, gerade Gastronomie, wirklich auch zu einem Abrieb auf der Oberfläche kommen. Verwenden Sie Salze, keine Säure, keine alkalischen Mittel, dann haben Sie gar kein Problem. Das Ganze fängt auch relativ schnell an zu tauen, dann können die Leute da drüber gehen, das wäre überhaupt keine Frage. Mit diesem Video wollten wir so ein bisschen Sie sensibel machen, dass die Terrassendielen und WPC-Terrassendielen auch wirklich gut für den Winter geeignet ist. Schneeschmelze, dann Eis, Vereisungen und so weiter, die Diele das auch aushält, gerade im Winterbereich. Ich würde Ihnen empfehlen, dort auch eine Massivdiele dann zu nehmen von unserem System von Planeo. Wir verwenden hier die Titanwood-Technik. Die ist um einiges härter, auch stabiler. Sie hat eine härtere Dichte und eine stärkere Dichte, sodass auch diese ganzen Flecken nur auf der Oberfläche draufkommen und Sie es wunderbar im Frühjahr alles sauber und entfernen können. Das wollte ich in diesem Video präsentieren. Wenn Sie da noch Fragen haben, melden Sie sich bei uns, lassen Sie sich ein Muster zuschicken. Bis dahin, tschüss.